Unser Laboratorium ist eine Kreuzung zwischen Stall und Kartoffelkeller. Das Glasdach bietet keinen vollkommenen Schutz gegen den Regen. Direkt am Ofen ist es unerträglich heiß. Aber einige Schritte weiter kann man erfrieren. Von Einrichtungen, die für einen Chemiker erforderlich sind, kann keine Rede sein. In diesem Schuppen verbringen wir unsere besten und glücklichsten Jahre. Zuweilen verbringe ich einen ganzen Tag beim Umrühren einer siedenden Masse mit einem schweren Eisenstab, der fast so groß ist wie ich. Da bin ich manchmal wirklich übermüdet. Zu unseren beliebtesten Zerstreuungen in dieser Zeit zählen die abendlichen Besuche unseres Labors. Überall sind die schwach leuchtenden Umrisse unserer Gläser und Beutel zu sehen, in denen unsere Präparate untergebracht sind. Die glühenden Röhrchen sehen aus wie winzige Zauberlichter. Dr. Hahn zeigte Interesse, eventuell mit mir zusammenzuarbeiten. Hahn war sehr umgänglich und ich hatte den Eindruck, dass ich ihn alles fragen konnte. Dazu kam, dass er in der Radioaktivität einen sehr guten Ruf hatte. Ich war überzeugt, dass ich viel von ihm lernen könnte. Das einzige Problem war, Hahn hatte einen Platz in dem von Emil Fischer geleiteten Institut. Und Fischer ließ in seinen Vorlesungen und in seinem Institut keine Frauen zu. Hahn musste ihn erst überzeugen. Als ich dann Fischer traf, erklärte er mir, dass seine Abneigung gegen weibliche Studenten von einer russischen Studentin stammte. Er sei nämlich ständig besorgt gewesen, dass ich ihre ziemlich exotische Frisur eines Tages an einem der Laborbrenner entzünden würde. Letztlich gab er seine Einwilligung unter der Bedingung, dass ich versprach, den eigentlichen Bereich des chemischen Instituts, an dem die männlichen Studenten arbeiteten, nicht zu betreten. Ist es nicht so? Manchmal weiß man gar nicht, ob man die Frau ist, die man ist, oder die man erfunden hat, oder die sich andere wünschen. Ich glaube, jede Frau ist eine Erfinderin von vielen Ichs. Und im Grunde genommen war ich meine eigene Erfindung. Und die von Hollywood. Kann man Torpedos zielgenauer steuern und verhindern, dass der Funkverkehr zwischen dem Schiff und dem abgeschossenen Torpedo vom Feind gestört wird? George hatte bei seinem Klavierstück mehrere Lochkarten synchronisiert. Konnte man dieses System übertragen?